Grunde ist so ein Schein nur bedrucktes Papier. Geld, eine Sache des Glaubens und eine des Vertrauens. Damit hat es der Euro in letzter Zeit nicht ganz leicht. Der Euro, eine preisstabile Währung, der 330 Millionen Menschen in 17 europäischen Ländern vertrauen, wären da nicht die Krisen der vergangenen Jahre. Auf die Krise an den Finanzmärkten folgt eine Wirtschaftskrise und jetzt die Krise der Staatsschulden, Euro-Krise genannt. Auch der deutsche Schuldenberg wächst seit Jahrzehnten. Haben wir zu lange über unsere Verhältnisse gelebt? Die Zinskosten sind der zweitgrößte Posten im Bundeshaushalt. Geld, das etwa für Bildung und Infrastruktur fehlt. Die demografische Entwicklung werde die Situation weiter verschärfen, warnen Experten. Nicht nur in der Bundesrepublik, sondern in ganz Europa. Von der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg spricht Ex-EZB-Chef Jean-Claude Trichet und fordert neben solider Haushaltspolitik, die Finanzmärkte zu disziplinieren. Der Computerhandel mit seinen Billionen virtueller Euros hat sich von der Realwirtschaft abgekoppelt und wird von vielen Menschen mehr und mehr als Bedrohung wahrgenommen. Schafft die Eurozone die Wende? Oder fehlt letztlich die Kraft, um die Haushalte zu konsolidieren und die Märkte neu zu ordnen?